Hi Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Goodbye Deponia. Wir sind gerade in der Kanalisation mit dem grünen Rufus, haben uns in der letzten Folge mit Goon und June unterhalten und uns einen netten Kommentar von Gronkh angehört. Aber wir werden jetzt zurückgehen, denn ich glaube, zumindest vom Gefühl her, dass wir uns dem Ende nähern. I think so. Und ich würde gerne noch das vergessene Schnabeltier-Ei holen. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich von diesem Speicherstand hier nach vorne gespielt habe. Das sollte aber eigentlich gar nicht so lange dauern, glaube ich. Wir laden mal. Oh, wartet. Wir laden nicht. Wir machen hier und speichern mal ganz kurz. So. Und dann laden wir. Oh Gott, das hätte jetzt gerade in die Hose gehen können. So, denn wir wechseln einfach auf den richtigen Rufus. Yeah! Das kennen wir ja alles schon. Ja. Was haben die? Das ist hier nicht neu. So, und drücken hier unser Schnabeltierchen an. Giftschnabeltier! Sehr nice. So, und dann werden wir uns natürlich sofort hier zurückbegeben, wo wir eigentlich sein sollten. Quite nice. So, dann geht's weiter. Äffchen. Hiermit erkläre ich meine Suche nach dem fehlenden Glied zwischen Mensch und Affe für beendet. Denn von so einem möchte ich gar nicht abstammen. Yep. Bei der Musik kann man ja ein Auge zudrücken, aber an dem Show-Act muss noch ein bisschen gefeilt werden. Der Kerl wirkt zwar groß und bedrohlich, aber vielleicht steht er nur irgendwo drauf. Ja, du hast mich ertappt. Ha. Ich stehe auf einem Typen, der sich an mir vorbeischleichen wollte. Oh. Niedlich. Sie haben ja schon Freunde gefunden. Oh Gott, creepy. So, dann gehen wir mal nach unten. Bleh. Eklig. Keine Kurbel zum Auswerfen da. Okay. Was für ein lustiges Äffchen. Ich bin kein Affe. Und es spricht. Kannst du noch andere Tricks? Ich kann dir dein Nasenbein ins Gehirn rammen, wenn du unbedingt willst. Boah, ich dachte eigentlich sowas wie mit Köteln werfen oder so. Irgendwas Lustiges halt. Wow. Was kostet es, das Äffchen tanzen zu sehen? 5 Slotty. Und wenn ich ihm eine Erdnuss mitbringe? Hey, ich bin kein Affe und der Preis ist nicht verhandelbar. Wow, es kann sprechen. Na gut, sagen wir 2 Erdnüsse. Oh Gott, Und darum, liebe Kinder, ist es zu eurem Vorteil, wenn ihr mir in meinen dunklen Wagen folgt. Was geht denn hier ab? Diese zwielichtige Gestalt versucht uns unter nicht weniger zwielichtigen Umständen in dein Lieferwagen zu locken. Und worauf wartet ihr noch? Das kann nicht dir ernst sein. Kinder dürfen nicht zu Fremden in den Lieferwagen steigen. Das ist eine sehr wichtige Regel. Regeln sind was für Leute, die zu ungeschickt zum Schummeln sind. Ich bin der festen Überzeugung, dieser freundliche Herr hat nur die allerbesten Absichten. Nicht wahr? Genau. Er behauptet, er habe einen Streichelzoo mit niedlichen Tieren da drin. Ein Streichelzoo? Ist das wahr? Was? Naja, eigentlich. Ich zuerst, aus dem Weg. Ganz schön dunkel hier für einen Streichelzoo. Ja, wo sind denn jetzt die niedlichen Tiere? Naja, hier, direkt vor Ihnen. Uiuiui, ich bin ja so gespannt. Okay, Rufus? Rufus ist tot, oder was? Niedliches Pelztier. Was tun Sie denn da? Sie bringen das arme Tier ja um? Ah, nö. Na doch, Sie erwürgen es. Na, nun mal langsam. Ich kann sehr gut mit Tieren umgehen. Aufhören, sofort! Machen Sie, dass Sie hier rauskommen. Kein Grund, gleich so rumzuheulen. Du bist sowieso gerade fertig. Und? Was und? Es war super cool. Die Tiere waren ultra niedlich. Und ich durfte sie streicheln. Ich glaube, sie flunkern. Du bist doch nur neidisch. Das nächste Mal mache ich einen Abdruck. Dann wirst du heulen vor Neid. Uhu, ich will sterben. Ich bin schon ganz gelb vor Neid. Und dann will ich lachen. Okay, Rufus ist ultra creep, aber eben. Hecktür. Können wir da immer klopf, noch... Klopf, klopf. Was denn jetzt noch? Ich wollte noch mal deinen Streichelzoo besuchen. Oh Gott, nein. Nein, danke. Ich... Hey! Oh Gott, Rufus! Was soll denn das? Menno, reg dich doch mal nicht auf. Ich wollte mir doch nur noch mal deine Tierchen angucken. Aber... Ruhig, Blut. Dann bin ich doch auch gleich wieder weg.
Rufus. Was tun Sie denn da? Wie bringen das damit hier an? Okay, das ist der gleiche Text. Ach du heilige Scheiße. Das verstört mich für den Rest meines Lebens. Was? Und was? Und ich? Ja, das kennen wir schon. So, Kisten. Nach Größe und Gewicht zu urteilen, befindet sich in dieser Kiste eine geringfügig kleinere Kiste. Oder ganz was anderes. Schwer zu sagen. Wow. Hey, Rotzis! Könntet ihr vielleicht eine Räuberleiter für mich machen? Aber Herr Rufus, Sir! Schon klar, mein Fehler. Vergesst es einfach. Oh Mann, hätten die doch echt machen können. Mit solchen Typen kann man nicht verhandeln. Die kennen nur eine einzige Sprache. Irisch. What? Almighty! Was soll denn das werden? Na, wonach sieht's denn aus? Ich gehe in den Pub. Mit deinen Stöpseln im Schlepptau? Bist du ungesund gefallen, oder was? Das sind nicht meine Stöpsel, ich muss doch bitten. Ja, das hat Paps auch immer gesagt. Und dann hat er Macy und mich vor der Kneipe angeleint. Und? Hat es euch geschadet? Bei Macy weiß ich es nicht. Ihre Leine ist irgendwann gerissen. Oh. Ach, come on. Ah, wir haben nichts dabei. Das was? Mit solchen Typen. Okay. Irisch. Hier können wir nichts machen. Wir könnten nochmal hochgehen und dann bei dem Gulli rausgucken. Na hopp. Rufus, beeil dich mal. Schneller. Na los, ihr kennt das Spiel. Kusch. Kusch. Einfach Kusch. Rufus? Bist du das? Hä? Nein, du spiegelst dich nur in einer Pfütze an der Bordsteinkante. Natürlich bin ich es. Warte mal, du bist in der Kanalisation gelandet? Haha, du sitzt ja voll in der Scheiße. Wenigstens tue ich was Nützliches. Toilettentieftauchen. Toll. Ich habe Gold gefunden und weiß, wo die Nukleinsäure ist. Und was hast du geschafft? Ich habe meinen Mantel sauber gehalten. Hast du in deinem sauberen Mantel auch schon die Rebellen alarmiert? Noch nicht. Dafür habe ich Boso getroffen. Leider ist er nun wirklich keine große Hilfe. Und das ist eine Neuigkeit? Nee, das nicht. Auf jeden Fall ist es gut zu wissen, dass wir uns durch dieses Gitter hindurch austauschen können. Ja, das könnte noch nützlich werden. Ich könnte dir Gegenstände nach unten reichen. Ach, es wäre doch zu schön, wenn es dafür ein neues Interface-Element gäbe. Oh Gott. Hallo? Mensch, toll, du. Ich hoffe, es funktioniert auch andersrum. Na schön, ich guck mich dann mal weiter um. Vielleicht finde ich ein bisschen Klopapier für dich. Wenn du die Wahl hast, nimm das dreilagige mit den Luftpolstern. What the fuck? Der rote Rufus. Aber wir haben so viel Stuff. Wartet mal. Das müssen wir mit dem anderen Rufus tauschen. Weil... Das Irk, das Papier. Brief. Was machen wir mit dem Liebesbrief? Gar nichts, Babyfon. Oh Gott. Ich bin noch etwas lost, muss ich zugeben. Was hat dieser Rufus eigentlich gerade gemacht? Rebellenlager. Stimmt, der war sicher hier unterwegs, oder? Hier gibt es ja gar nicht so viel, gell? Ach du meine Güte. Ja gut, und hier beim Organon geht auch nicht viel. Weil wie kommen wir hier wieder raus? Ich würde gerne hier weg. Können wir? Um etwas per Rohrpost zu versenden, bräuchte ich erst einmal eine dieser praktischen Rohrpostkartuschen. Okay. Schade. Wir brauchen vor allen Dingen den Schraubenzieher, habe ich das Gefühl. Antenne. Warum sollten wir ihm eine Antenne geben? Sollen wir... Okay, wir haben was getauscht. Können wir den Liebesbrief irgendwie... Das wird ihr jämmerliches Siechtum am Rande des sozialen Abgrundes auch nicht verbessern. Okay. Wir bräuchten eine Leine, haben wir gerade gesagt. Können wir nicht Babygoal nach oben stecken? Ich weiß nicht, ob das das besser macht, aber... Ein Babyphone... Was sollen wir mit all diesen schrägen Sachen? Ich bin echt lost, muss ich zugeben. Die C.
Sinnen. Leider geht es im Gesamt-Story-Ablauf so ein bisschen unter, wie elegant eigentlich dieser Raum hier gelayoutet wurde, weil hier tatsächlich sehr viele unterschiedliche Szenen stattfinden in ein und demselben Screen und dafür halt immer so kleine Bereiche geschaffen wurden. Und es tatsächlich sehr komplex ist, wo Rufus von wem gesehen werden darf und wo er von wem nicht gesehen werden darf. Und man kann trotzdem hier, hat man halt ein paar ganz einfache Item-Rätsel drin, Kombinationsrätsel und so weiter. Hier gibt es auch ein subkapitelübergreifendes Rätsel. Und unten links, da finden auch Rätsel statt, vielleicht auch sogar das ein oder andere Minigame. Man weiß es nicht, ich mag ja Minigames, ist der Raum halt tatsächlich viel komplexer, als er auf den ersten Blick wirkt. Diese ganzen Ebenen und so weiter, das greift schon tatsächlich sehr gut ineinander. Es war eine Heidenarbeit, da halt die ganzen Perspektiven so hinzuplanen, dass sie halt nachher auch wirklich hinhauen. Ja, das glaube ich. Deshalb bin ich ja auch so lost gerade, habe ich das Gefühl. Ich muss, glaube ich, erstmal kurz alle unsere Items ein bisschen durchgehen. So, Leute, ich habe mir gedacht, was haben wir noch überhaupt nicht benutzt? Hier haben wir noch viele Items nicht benutzt. Also eigentlich gar nichts davon. Wir haben nur was eingesammelt. Und ich dachte mir, wir suchen ja eine... bei unserem Infoding ist ja dieser verrückte Plan. Und der ist schon sehr crazy. Aber... wir suchen ja vor allen Dingen einen Hintergrund für unser Foto, also für unsere Cover-Story, für den, für den Zeitungstypen. Der will ja ein echt cooles Foto von uns. Und was ist, wenn wir irgendwie Baby-Boso retten? Oh Gott, warum ist das so laggy? Genau, hier haben wir... oh Gott, hallo? Es hat sich aufgehängt. Okay, es ist sehr laggy. Scheiße. Okay, es tut mir echt leid, ich weiß nicht, warum das so laggy ist. Hey, da bewegt sich doch was. Ist das nicht? Na klar, das ist doch Baby Boso. In höchster Gefahr. Ich muss Barry davon erzählen. So, ja, ich wollte eigentlich nur sagen, was ist, wenn wir vielleicht irgendwie das Baby als Cover-Story nehmen können? Dann erzählen wir das mal Barry. Redaktion. Barry. Komm schon, wie kommen wir zu dir? Barry. Gute Neuigkeiten. Ich habe ein Motiv. Echt jetzt? Was ist es? Komm mit, ich zeig's dir. Oh je, das ist aber hoch. Heul nicht rum und halt den Fotoapparat bereit, weil ich das, was ich jetzt tue, nur einmal tun werde. Sei denn, das Foto wird nicht gut. Na, dann machen wir es nochmal. Einfach, Babyboso? Das wird einfach. Kinder lieben mich. Okay. Hey, hey, hey! Okay, vielleicht hätten wir jetzt eines unserer Items irgendwie auf den Träger... was? Auf den Träger klettern? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Aber wir haben Babyphone? Kann ich nicht... Babyboso das Babyphone geben? Wir haben, glaube ich, gar nichts, was irgendwie... wir haben nur eine Zahnbürste bei den anderen Rufus. Ja. Möchte Babyboso sein bescheuertes Babyphone zurück? Nee, anscheinend nicht. Bist du eine Antenne? Irgendwie bezweifle ich, dass er sich damit ködern lässt. Okay. Bist du Druckertinte? Hallo? Es ist noch zu früh für Schwarzmalerei. Okay, Papier? Den komischen Buchstaben?
Jetzt? Irgendwie bezweifle ich, dass er sich damit... Ja, okay. Die Antenne auch nicht. Pass ja gut auf! Ich gebe mir Mühe, wenn ich doch nur schwindelfrei wäre. Oh Mann, Barry, du bist echt so eine Nulpe. Oh Gott, so haben wir irgendwelche Gegenstände? Den Liebesbrief? Nee. Wobei doch, vielleicht den Liebesbrief, das könnte eine gar nicht so dumme Idee sein. Können wir den mit dem Roten tauschen? Yes. Vielleicht wäre es irgendwie Baby bezweifle ich, dass er sich damit ködern lässt. Vielleicht will er hier den Brief von seiner Mom oder von seinem Dad, das riecht dann danach oder so. Was könnten wir sonst noch tun? Haken? Okay, das sieht doch sehr verdächtig aus. Was geht hier oben ab? Hier hängen die Bauarbeiter wahrscheinlich ihre Hüte auf. Ja. Die Idee kann ich getrost abhaken. Bei den Bosos zu Hause wäre das voll der Brüller gewesen. Oh Gott. Die Idee kann ich Okay. Was könnten wir da aufhängen? Das ist ja wieder strange. Wir haben nichts, was wir aufhängen können, oder? Okay, Leute, ich glaube ernsthaft, dass wir hier irgendwie nicht weiterkommen. Gucken wir, ob wir irgendwo anders weiterkommen. Hier müssen wir die Kinder erstmal loswerden. Was geht hier ab? Aber können wir das nicht nehmen? Ah. Antragsformular 27-. Antrag auf. Medizinische Hilfeleistung für Arbeitsunfälle. Ja, gelesen haben wir es schon. Jetzt haben wir eins wenigstens. Antragsformular 27-. Antrag. Okay, ja, das haben wir schon gelesen. Wir brauchen den Y-Buchstaben. Wo ist der? Stimmt, brauchen wir den. Den tauschen wir mit. Es ist gerade so spannend. Fahrstuhl? Irgendwie war das noch nicht so heldenhaft. Wart's ab, ich... Ja, wir kriegen das schon hin. Wir sind ultra heldenhaft. Wir haben... Ach so. Warte. Können wir hier irgendwas machen? Soweit so gut. Was werde ich denn mal beantragen? Ja. Medizinische Dienstleistung, Schraubenzieher... Ersatzirk. Medizinische Dienstleistung? Hallo? Was ist denn das? Das funktioniert nicht. War ja klar. Okay, ein Ersatzirk. Soweit so gut. Was werde ich denn mal beantragen? Ein Schraubenzieher? Strich 5. So. Aha. Antragsformular. Aber wir können das nicht da reinstecken, weil wir keine Rohrpost haben. Wo ging es hier weiter nochmal kurz? Ah, hier. Kriechgange. Da drinnen haben wir ja den Schraubenzieher gebraucht. Aber Janosch hat einen Schraubenzieher. Hallo, ruhig! Wo sind die anderen? Wenn du Liebold und Galeb meinst, die unterstützen die Truppen, die in der Stadt gegen den Organon antreten. Das klingt ja nach einem richtigen Bürgerkrieg. War ich auch. Als wir aufbrachen, war die Lage bereits prekär. Es gab unzählige Verletzte und kaum zu beziffernde Kollateralschäden. Gab es auch Tode? Tausende Tode. Oh Gott, Rufus ist so ein schlichter Mensch. Oh, das ist ja überhaupt nicht zum Lachen. Was hat denn der Fatzke hier zu suchen? Fatzke? Welcher Watschke denn? Cowboy Dodo ist doch kein Watschke. Er ist ein populärer Popstar. Wir können froh sein, dass er unsere Truppe unterstützt. Okay. Leihst du mir deinen Schraubenzieher? Na klar. Ja, nice.
aber mach ihn bitte nicht kaputt. Warum habe ich denn jemals etwas von dir kaputt gemacht? Gerade neulich erst hast du meine Fritteuse in eine Art Katzenklo verwandelt. Nur weil du eine kranke Bambaskatze aufbäffeln und schämen wolltest. Jetzt verrat mir doch bitte mal, worin ich zukünftig meine Kroketten frittieren soll. Sorry, aber ich verstehe kein Wort. Und dann ging deinetwegen meine Badewanne in die Brüche und meine Geldbörse und mein Gasbrenner. Tut mir leid, ich verstehe einfach nur Bahnhof. Du weißt doch, dein Sprachfehler. Wie war noch gleich der Plan? Wir sind hier direkt über Amt. Ja, ja, okay, den Plan kennen wir schon. Bis später. Sei bitte vorsichtig. Jupp, dann bauen wir den Schraubenzieher. Das ist ja wieder sehr interessant. Hier scheinen die Rohrpostsendungen des Organon durchzulaufen. Mit dem Schraubenzieher kriege ich das vielleicht auf. Lässt sich das schwer biegen? Ich hoffe, dann kommt bald mal was. Okay. Aua. Na toll, der Schraubenzieher ist hin. Ja, moin. Naja, immerhin habe ich eine Rohrpostsendung erhalten. Mal gucken, was der Organon so schreibt. An alle Dienstgrade. Vorsicht an den offenen Enden der Rohrpostleitungen. Was für Idioten. Oh Gott, das war jetzt nicht sehr hilfreich. Ich habe Rohrpostleitungen immer geliebt. Auch wenn sie sich nicht zum Verschicken von größeren Mengen hin... Ja, das kennen wir schon. Ach so. Können wir das da reingeben? Yes. Nice. Jetzt haben wir eine neue Nachricht. Hey, warte mal! Was sollte das eben, hä? Willst du dich ernsthaft mit mir anlegen? Falls du es noch nicht kapiert hast, das hier ist meine Show. Cowboy Dodo rettet die Welt. Und in Russland wird das Farbfernsehen eingeführt. Ich habe den Widerstand gegründet. Ich habe die Pläne des Organon aufgedeckt. Und ich werde auch derjenige sein, der die Welt rettet. Ich wusste es. Dir geht es vor allem um dein Ego, nicht wahr? Meinem Ego geht es darum, die Welt zu retten. Ach ja? Und warum willst du dann nicht die Kurbel bedienen? Weil... Du solltest dich langsam mal entscheiden, warum du das hier machst, Kumpel. Willst du, dass die Welt gerettet wird? Dann los! Komm wieder rein und lass mich die Welt retten. Aber wenn du das Ganze nur machst, um wie ein Held dazustehen... Dann haben wir hier ein Problem. Ich habe nämlich ein gewisses Image, weißt du? Und ich lasse mir nicht von irgend so einem Hinterwäldler die Kruste von der Plörre poolen. Das werden wir ja sehen. Soll das eine Drohung sein? Schau dich doch mal an, du Hemd. Ich würde es locker mit zwei von deiner Sorte aufnehmen. Ach ja? Nun, das sollten wir einfach mal überprüfen. Warte hier, nicht weggehen. Ja gut, dann treten wir vielleicht zu zweit oder zu dritt sogar hier an. Das wäre ja gar nicht so dumm. So, hier auf zu unserer Rohrpostleitung. Wenn wir das hier reinschicken, was passiert dann? Jetzt bin ich aber mal gespannt. Oha, das ging ja flott. Was haben wir jetzt bekommen? Ein Jirks. Donnerknispel. Das ist tatsächlich der Schraubenzieher, den ich mir bestellt habe. Anhand der Beschreibung im Antragsformular hatte ich ihn mir irgendwie größer vorgestellt. Also bei dieser Pfuscherbande habe ich zum letzten Mal was bestellt. Okay. Ich habe Rohrpostleitungen im Auge. Ja, aber... War das nicht Janusz sein Schraubenzieher oder bin ich jetzt besoffen? So, dann nehmen wir mal nochmal ein Antragsformular. Und füllen das jetzt aus. Soweit so gut. Was werde ich denn mal beantragen? Ersatzjirk. Hallo? Was ist denn das? Das Org funktioniert nicht. War ja klar. Und das erste funktioniert auch nicht, oder wie? Soweit so gut. Was werde ich denn mal beantragen? Ja... Also Jirk und Jirk, okay. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal nichts. Okay, wir brauchen das Jirk. Gehen wir nochmal runter und geben Janusz mal seinen Schraubenzieher zurück. Das ist wahrscheinlich sinnvoll. Hallo? So. Der Weg... Achso, wir kommen... Kommen du wir Du kommst jetzt. Erst vorbei, wenn du deine Meinung geändert hast. Und wer will mich dran hindern? Na, ich. Wer denn sonst? Ach ja, das leuchtet mir ein. Wie kommen wir jetzt... An ein Jirk. Hä?
Das verwirrt mich jetzt aber massivst. Wir haben eine Rohrpost, wir haben den Schraubenzieher, wir haben ein Formular. Und wir haben hier unser Jirk, aber das kriegen wir halt auch nicht darunter in den Gulli. Können wir wieder für Teigtaschen arbeiten? Hallo. Hallo. Ja, das haben wir eigentlich schon. Gute Wahl. Davon. Ich hätte dir gerne ausgeholfen, aber hier kommen wir auch nicht voran. Hier haben wir gar nichts im Inventar. Das ist halt echt. Wir müssen da reinkommen. Wir haben nur einfach keine Items. Können wir uns das hier geben? Was könnten wir hier brauchen? Was ist, wenn wir ihm mit solchen Typen kann man nicht verhandeln. Die kennen nur eine einzige Sprache. Ach. Irisch. Rufus. Wir kommen irgendwie nicht weiter. Also, Leute, ich glaube, langsam gehen wir echt die Ideen aus. Ich laufe von Bild zu Bild und irgendwie geht nicht so viel ab. Klaut wie? Super. Genau. Ja, es läuft super. Ich werde ihm jetzt einfach alle Items geben, dem guten Rufus da unten, weil ich echt nicht weiß, was wir halt sonst hier tun sollen. So, jetzt hat der grüne Rufus mal alle Items. Ach du meine Güte. Vielleicht können wir die ja irgendwo verkaufen. Wartet. Haben wir hier überhaupt schon... Oh, eine elektrische Wärmequelle für den Hausgebrauch. So ein neumodischer Schnickschnack. Was ist aus dem guten alten Dachstuhlbrand geworden? Wo war es denn kalt? War es nicht bei den Monstern kalt? Kann ich mir den Heizstrahler ausborgen? Naja, es ist schon recht kalt hier. Aber wenn es nicht lange dauert... June, lass mich das mal machen, okay? Wofür brauchst du ihn denn, Rufus? Naja, ich dachte... Oh, da fällt mir ein, dass die Garantie verfällt, wenn wir ihn verleihen. Genau, wenn wir ihn verleihen, ja. Sorry, Rufus. Ein andermal. Vielleicht. Okay, ja, das ist blöd. Okay, können wir ihn tauschen? Gegen den Liebesbrief. Das wird ihr jämmerliches Siechtum am Rande des sozialen Abgrundes auch nicht verbessern. Okay, was könnten wir... Das Babyfon. Ich habe eine Idee. Ich gebe euch mein Babyfon. So können wir immer miteinander in Verbindung bleiben. Was? Nein, alles. Nur das nicht. Aber gut. Ich sagte nein! Oh je, meine Papier. Ich kenne jemanden bei der Zeitung. Da könnten wir einen Spendenaufruf für euch einsetzen. Spenden? Du tust ja gerade so, als wären wir soziale Notfälle. Sprich es doch ruhig aus. Ihr seid Penner. Alter Rufus. Ich kenne jemanden bei der... Okay, das ist wahrscheinlich das Gleiche. Gut, was haben wir noch? Eine Antenne. Das wird ihr jämmerliches Siechtum ab. Okay. So. Was könnten wir noch tun? Können wir die Antenne damit reinlegen zu dem Penner? Möchte ja nicht wie ein Hausierer wirken. Okay. Kinder, wollt ihr was haben? Wollt ihr mit Fingerfarben malen? Wo sind die Farben? Na wo schon? In den Fingern. Die wollen, dass wir mit unserem eigenen Blut malen? Ja, warum denn nicht? So habe ich in eurem Alter Erpresserbriefe gefälscht, um meine eigene Entführung vorzutäuschen. Und? Hat es funktioniert? Also ich habe die als Kind dauernd benutzt. Mein Vater hat zwar kein Geld geschickt, aber einen Obstkorb und ein Dankeschreiben. Wollt ihr ein bisschen Tinte? Wollt ihr mit Fingerfarben? Ist das etwa Druckerschwärze? Ja, kann sein, na und? Aber Herr Rufus, Druckerschwärze ist doch giftig. Was? Unsinn. Na doch, die darin enthaltenen Lösungsmittel können die Nervenbahnen empfindlich schädigen. Also ich habe die als Kind dauernd benutzt. Ja, das erklärt vieles, Rufus. Wollt ihr eine Augen werden schwer. Also. Ihr steht jetzt komplett unter meiner Kontrolle. Ihr werdet mich ab sofort... Nur noch die großen Obermotzen nennen und... Oh, da muss ich auch gleich gehen. Versuchen Sie uns etwa zu hypnotisieren? Ja, großer Obermotz. Oh Mann, Rufus. So, wollt ihr ein Babyfon? Ich hab die geile Idee. Ich gebe euch mein Babyfon. Dann könnt ihr mich immer kontaktieren, falls mal was ist. Nicht nötig. Wir bleiben einfach direkt hinter Ihnen. Das ist sicherer. Okay. Holt euch lieber noch mal eine zweite Meinung ein.
Habe ich den Liebesbrief schon versucht? Habe ich die Antenne schon versucht? Hey, Otzis, ihr könnt euch mal nützlich machen. Und wie? Soweit bin ich noch nicht. Was allerdings nichts daran ändert, dass ihr euch mal nützlich machen könntet. Sie sind merkwürdig. Ja, macht euch mal nützlich. Soll ich euch was vorlesen? Oh ja, Ohrlesen. Sehr freundlich, Herr Rufus, aber hier geht das nicht. Wir stehen bis zum Hals im Wasser. Wie, auch noch Ansprüche stellen oder was? Kein Wunder, dass eure Eltern euch ausgesetzt haben. Rufus. Können wir dem den Liebesbrief zeigen? Das lasse ich lieber im Mantel. Möchte ja nicht wie ein Hausierer wirken. Das Babyphone vielleicht. Das lasse ich lieber im Mantel. Okay, können wir nochmal mit ihm reden? Klopf, klopf? Nee, lieber nicht. Ah, oh nee. Was denn jetzt? Ich wollte nochmal dein... Nein, hey. Rufus, nein. Was soll denn da? Das wollte ich nicht. Rufus, komm wieder raus. Hä? Oh, Rufus ist drin geblieben. Können wir ihm jetzt den Liebesbrief zeigen? Oh, was tun Sie denn da? Sie bringen das arme Tier ja hoch. Na doch, nein, nur mal langsam. Aufhören, machen Sie da keinen Grund oder so. Ja, das kennen wir schon, okay. Creepy. Und? Was? Und? Es war super cool. Ich glaube, sie flunkern. Du bist doch nur neidisch. Ja, das nächste Mal mache ich einen Abdruck. Dann wirst du heulen vor Neid. Und dann? Gott, ich muss niesen, aber wir könnten vielleicht. Können wir damit irgendwie drucken? Es ist noch zu früh für Schwarzmalerei. Können wir da jetzt drin drucken? Das lasse ich lieber im Mantel. Ich möchte ja nicht wie ein... Okay, was ist, wenn wir da reingehen? Klopf, klopf? Ja. Was? Ich wollte... Ja, das kennen wir schon. Bitte lassen wir das einfach. Machen wir einen Abdruck. Was tun Sie denn da? Na, nun mal langsam. Ich kann sehr gut mit Tieren umgehen. Aufhören! Machen Sie das einen Grund? Okay. Jetzt bin ich gespannt. Haben Sie jetzt einen Beweis? Ja. Und ab! Okay. Ach ja? Und was soll das bitte darstellen? Wollschnabeltier, Miezekätzchen, Welpe, Schmetterling. Ein kunterbunter Schmetterling. Das soll ein Schmetterling sein? Na klar. Guck doch mal genau hin. Hier sind die Flügel. Hier die, die sind da. Ein Schmetterling. Ja. Was ist, wenn wir, können wir das dem anderen Rufus geben? Der andere Rufus gibt das den Girls als Motiv für ihre coole Gang. Ich habe das richtige Motiv für eure Einheit gefunden. Hier. Hey, das ist gar nicht schlecht. Das sieht irgendwie heftig aus. Ja. Das kann man wohl sagen. Ein heftiger Schmetterling, ihr Weichkuchen. Was auch immer es ist. Du hast das passende Motiv für unser Squad-Emblem gefunden. Es kann also losgehen. Sicher, dass du zusehen willst? So eine Tätowierung ist nichts für sanfte Gemüter. Sanfte Gemüter? Ich glaub ja wohl, es hackt. Wie du willst. Sanfte Gemüter. Puh, ich glaub's ja nicht. Ich habe mir schon mit heißen Nadeln in Körperteile gestochen von denen. Okay. Rufus. Schau an. Es war so langweilig, dass ich glatt eingeschlafen bin. Jupp. Ah. Hey! Kein Zutritt für Zivilisten! Ich bin kein Zivilist. Ich gehöre zum Widerstand. Weswegen du mich nebenbei gesagt auch zum Tor begleiten wolltest. Tja, Pech gehabt. Ich habe neue Befehle. Ich soll den Funk überwachen und eventuelle Nachrichten von der Front einholen. Nun, ich habe hier eine Nachricht von vorderster Front. Ich muss ins Rebellenlager, und zwar pronto. Dann sprich mit dem Major. Sie legt hier die Prioritäten fest. Ha, worauf du ein... Moment mal. Das ist doch kein Major. Das ist nur Toni. Du kennst Major T? Das ist meine Ex-Freundin. Ich sehe, sie hat sich nicht nur beruflich verbessert. Oh, Toni. Ins Cockpit. Spinntür, okay. Oh. Brotdose, wir klauen alles, wie immer. Na, dann wollen wir doch mal nachsehen, was Lotti da Schönes in ihrer Brotdose hat. Ja. Oh Gott, da ist... Oh was Gott. Ist denn das? Lotti da hat ihre Hormone Poster. Nicht genommen. Vielleicht hatte der Wahrsager doch recht. Hormone! Lotti hat ihre Hormone... Okay. Vielleicht hat...
Können wir die nehmen? Ich weiß doch nicht, wieso. Solange ich noch Platz im Mantel habe. Ja, ja, okay, wir lagern nichts im Spind. Gut. Spindtür, okay. Kannst du jetzt zum Tor? Nein, ich soll den Funk überwachen. Ah, ja. Okay, das kennen wir schon. Die lassen neuerdings auch jeden zum Widerstand. Was ist denn aus dem guten alten Rufus-Test geworden? Ob denen wohl die Pommes ausgegangen sind? Was ist der Rufus-Test? Ins Cockpit. Überraschung. Hi. Rufus, schön dich zu sehen. Ja, ja. Und deine Mutter riecht nach... Warte mal. Was ist es, mich zu sehen? Schön? Ja. Ich hatte schon Angst, dir sei etwas zugestoßen. Irgendwas ist anders. Hast du eine neue Frisur? Fast. Einen neuen Therapeuten. Ich glaube, die ist ein bisschen bekifft. Irgendwas ist anders mit dir. Aber ja... Es fehlt der Schaum vorm Mund. Toni. Ah, Rufus, setz dich doch. Oh Gott. Ich muss mit diesem neuen General sprechen. Kannst du mich durchs Tor bringen? Ich könnte, aber ich werde nicht. Ich muss erst meine Meditationsübung abschließen. Bitte was? Heißt das, du willst hier einfach nur rumsitzen? Möglicherweise leitet der Organon gerade jetzt die Sprengung des Planeten ein. Solange das letzte Hochboot noch am Aufstiegszoll vor Anker liegt? Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich, unwahrscheinlich. Sagst du das auch noch, wenn sich die ganze Umgebung hier plötzlich in ein flammendes Fiasko verwandelt? Oh, das war aber unwahrscheinlich. Du meinst wie du damals, bei deinem Versuch, Blei in Blechblasinstrumente zu verwandeln? Das war erstens was anderes und zweitens hätte es funktioniert, wenn ich das hohe Fis getroffen hätte. Ach, Rufus, entspann dich einfach. Wir haben hier alles im Griff. Der General hat einen Plan. Okay. Komm schon, Toni, ich will doch nur ins Lager. Und ich sage, du hältst dich besser da raus. Wir haben hier alles im Griff. Der General hat also einen Plan. Was soll denn das für ein Plan sein, so ganz ohne mich? Das ist geheim. Aber ich bin der Anführer. Du warst der Anführer. Wir haben jetzt einen neuen General. Neuer General, neuer Schmeneral. Ihr habt ja nicht einmal mehr einen Krieg. Ich meine... Wo ist die ganze Action? Die Explosionen, die Verstümmelten, die brennenden Häuschen? Wie gesagt, wir haben jetzt einen neuen General. Ja? Was hat es mit diesem geheimen Plan auf sich? Das ist geheim. Du erwartest doch nicht, dass ich das einfach so schlucke. Ich habe damals auch nicht erwartet, dass du den ganzen Liter Farbverdünner schluckst. Wo doch jeder weiß, dass das Zeug direkt das Gehirn angreift. Ja, das war cool. Oh Gott. Beim Widerstand scheint sich ja einiges geändert zu haben. Danke. Das war kein Kompliment. Hier ist alles so... Organisiert. Langweilig, pupsig, dröge. Nun, das liegt wohl daran, dass wir den Organon aus Porta Fisco vertrieben haben. Wir haben neues Equipment, neue Befehlsstrukturen. Wie bitte? Ich verstehe dich so schlecht. Ein mechanischer Bart rauscht. Du hast jetzt also einen neuen Therapeuten. Ja. Und er ist wirklich gut. Ich habe zum Beispiel nicht mehr diesen wiederkehrenden Albtraum, in dem mich das Gnu verfolgt, während sich um mich herum die Wände auflösen, bis schließlich das ganze Haus über mir zusammenstürzt. Ja, das war ein denkwürdiger Tag. Und du musst zugeben, dass die Pforte danach tatsächlich nie wieder gequietscht hat. Oh Mann, wie kannst du Toni, nur so ruhig da sitzen? Ich vermisse die Welt sie. Geht unter. Heißt das, du hast keinen deiner berühmten Pläne mehr auf Lager? Na, natürlich habe ich einen Plan. Aber dafür brauche ich... Naja. Hilfe? Ein Mindestmaß an Unterstützung. Immerhin bin ich es, der euch hier die breitgesessenen Hinterteile rettet. Nun, vielen Dank dafür. Aber du brauchst uns nicht zu retten. Wir haben jetzt einen eigenen Plan. Wenn du uns helfen willst, dann setz dich irgendwo hin und fass nichts an, was blinkt. Oder leicht entflammbar ist. Oder gelb. Ach, weißt du was? Fass am besten gar nichts an. Komm schon. Tod dem Organon und so. Ich weiß, du meinst es gut, aber du brauchst uns nicht zu retten. Wir haben jetzt einen eigenen Plan. Wenn du uns helfen willst, dann setz dich ir... Ich weiß schon, wie ich die alte Toni aus der Reserve locken kann. Gib dir keine Mühe. Du solltest mich wirklich besser kennen. Ich habe mir noch nie Mühe gegeben. Oh Mann. Weißt oh Gott, das Gespräch. Ich die Rolle deiner Großmutter als Puddingtopf verwendet habe? Ich bin mir sicher, du hattest deine Gründe. Ja, aber die Sache ist die, das war gar kein Pudding. Das ist doch mal endlich eine plausible Antwort auf die Frage, woher dieser Geruch kam. Danke für diese Offenbarung.
Weißt du noch, wie ich Mr. Wuffel das Fliegen beibringen wollte? Ja, das weiß ich noch. Und ich entschuldige mich, falls ich damals unangemessen reagiert habe. Ich hatte weder meine Fäuste noch den Schlagring unter Kontrolle. Aber das Beste weißt du ja noch gar nicht. Eine Woche später hat es doch noch geklappt. Und die Geschichte, dass Mr. Wuffel von einem abstürzenden Wetterballon getroffen wurde, stimmt auch nur zur Hälfte. Was? So eine Erleichterung. Dann war meine Reaktion ja doch vollkommen angemessen. Weißt du noch, wie ich deine Mutter heimlich auf dem Klo fotografiert habe? Ja, aber ich habe nie verstanden, warum. Weil ich dir nie erzählt habe, dass ich die Fotos dem alten Schmierlappen Bob verkauft habe. Ich musste natürlich noch einen Schlüpfer drauflegen, um mir das dicke Album leisten zu können. Du bist so ein... Hallo, Dreh. Immer wieder für eine Überraschung gut. Ich bin von den Toten wieder auferstanden. Glückwunsch. Erschreckt dich das denn gar nicht? Ach, Rufus. Du hast dich so oft selbst in die Luft gesprengt. Angezündet, zersägt, von Büffelstampeden zertrampeln lassen. Da musst du schon mit einem neuen Trick aufwarten, um mich zu verblüffen. Mich gibt es jetzt dreimal. Okay, das ist wirklich besorgniserregend, wenn es nicht so vollkommen absurd wäre. Aber es stimmt. Ich habe mich geklont. Und ich glaube, wir hätten das gemerkt. Am Ascheregen oder Ähnlichem. Ach, ich geb's auf. Wirklich? Erinnere mich daran, dass ich meinem Therapeuten einen Obstkorb schicke. So. Ist noch nicht vorbei. Was ist noch nicht vorbei? Na gut, es ist vorbei. Aber ich komme wieder. Keine Eile. Oh Gott, dann werden wir an dieser wunderschönen Stelle auch eine kleine Pause machen und sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Also bis dahin, ciao.